hier sind wir wieder bei PlaySample und weiter geht's mit einer Folge Neuschwanstein. Weil wir wollen ja, wie ich schon sagte, hier hinten auch mal was fertig bekommen, weil wir dann noch den Rest da hinten bauen. Und dann habe ich das fertig, wa? Fast fertig. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen jetzt wieder einen Quarzblock. Jetzt begeben wir uns jetzt hier in die Ecke. Da haben wir jetzt unsere Bordüre, die aus Stein. Dann gehen wir jetzt hier in die Ecke. Das ist ja den halben, den man sieht. Und dann sehen wir einen ganzen. Und von dort aus gehen wir in 1, 2 und dann schlagen wir hier einen raus. Und jetzt schlagen wir 14 Steine weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, dann 2 Steine bleiben sichtbar. Und dann machen wir hier Patsch einen davor. Ne? Also hier 1, 2 und dann Patsch einen Stein. Dann zählen wir ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Steine. Und ab dem 10. Patsch wieder einer dahin. Dann haben wir jetzt hier nur noch einen, den man so sieht. Und dann ist hier der Pfeiler. Fertig. So, jetzt einmal 6 Steine nach oben rausschlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann wird das einmal hier so rausgeschlagen. So nach oben geschlagen. Fertig. Das kommt hier komplett weg. Da kommt ja das Fenster jetzt hin. Jetzt begeben wir uns hier auf diese Seite und zählen jetzt ab 17 Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, dann können wir das gleiche hier auch einmal hier so übernehmen. Einmal so entlang ziehen. Zack. Dann einfach hier übernehmen. Dann haben wir hier schon mal den Turm, der jetzt gleich hier weiter nach oben geht. Aber das bleibt erstmal so. Damit wir jetzt immer ein Grundmaß haben. Wir bauen den jetzt hier gleich runter, damit wir hier diesen Pavillon aus Glas da reinbauen. So, das heißt jetzt, wir hauen das erstmal hier komplett einmal hier raus. So, dann haben wir das rausgeschlagen. Jetzt geht das rucki zucki. Jetzt nehmen wir einmal unseren Polyten Dorit. Oder für diejenigen, die das jetzt nicht möchten. Ich habe ja gesagt, ich ändere das ein bisschen um, dass ich die Podeste aus Dorit mache. Ihr könnt das wieder mit weißen machen, mit weißen Blöcken. Wir machen jetzt einmal hier so den. Dann 1, 2, Patsch. 1, 2, Patsch. Und dann Patsch, kommen 2 Stück nebeneinander, dann wieder Zweier, Patsch, Zweier, Patsch. Dann haben wir das. So, dann nehmen wir jetzt hier einmal Doritmauer. Hier werden 2 Stück nebeneinander hochgebaut. 3-mal. Hier auch 1, 2, 3. Überall jetzt erstmal in die Ecke 3 Steinchen nach oben. Das kriegen wir mal eben sofort auf die Reihe hier. Zack, zack, zack. Fertig. So, dann einmal hier den Polyten Dorit wieder oben drauf. So, oder den weißen Stein, wie ich schon sagte, das ist jetzt mein Geschmack, den ich jetzt dahin bastle. Ihr könnt weiß nehmen. Ich habe das ja in der letzten Folge erklärt, warum ich das so mache. Ne? So, dann machen wir Folgendes. Jetzt machen wir einmal hier unseren weißen Block hier hin. Dort, da, hier 2 Stück, da, dort. Und dann nehmen wir einmal unsere Stufe. Einmal dorthin, dahin, dahin. Natürlich die richtige Richtung aussuchen, so hin. Dorthin und dann auf der anderen Seite wieder das gleiche. Und dann haben wir das Fensterchen schon fertig. So muss das dann aussehen. Tada. Und natürlich wieder nicht vergessen unsere Steinstufe, die da einmal so drauf kommt. So. Und dann haben wir das. Dann könnt ihr hier Glas reinmachen. Wie ich schon sagte, wenn wir das Glas hin machen, dann würde ich am besten hier noch einmal diesen Block dahin machen. Dann sieht das besser aus, wenn das Glas da drauf geklatscht wird. So, dann haben wir das einmal so. Das ist erstmal das Ergebnis, was ich sehen möchte. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen wieder unseren Quarzblock. Wir gehen jetzt hier unten hin und müssen nur einmal hier... Wir verlängern jetzt einmal. Wir haben das jetzt hier oben hingebaut. Das ziehen wir einmal komplett nach unten. Einmal so runterziehen. So. Einmal so. Gut, da wird sowieso bis unten hin geballert. Den könnt ihr bis unten hin bauen. Gut, da kommt noch was anderes hin. Ich würde das erstmal so weit... Ja... Baut das erstmal so weit runter, wie es geht. So. Ja, da ist ja der Boden. Komm, ich knall jetzt bis unten hin. Bis unten hin, Ballerchen jetzt. Muss gleich auf dem Originalfoto nochmal gucken. So, dann machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt hier oben hin. Das müssen wir nämlich ausbauen. Das heißt jetzt, wir gehen jetzt wieder hier oben in die Ecke. Seht ihr ja, hier ist diese Wand. Die werden wir jetzt hier so weiterführen. Die Wand einmal so entlang ziehen. So, weiter entlang ziehen. So, bis wir jetzt hier in die Ecke sind. Da, wo sie sich treffen. Patsch, patsch. Die treffen sich da. Das heißt, dieses wird ja komplett jetzt ausgebaut. Das heißt, jetzt hier dieses
würde ich jetzt einmal hier so entlang ziehen. So. Dann haben wir jetzt hier verbunden, seht ihr ja, diese Wand, die geht ja dann so weiter bis in die Ecke, wo wir diesen Pfeiler gemacht haben. Und dann wird das ja hier auch komplett einmal so hochgebaut. So komplett einmal die Wand nach oben bauen. So. Komplett das ausbauen. Und dann haben wir diese Wand, die dann komplett einmal so entlang geht. So, jetzt mache ich auch bis unten hin einmal. Das ist ja, gehört ja dazu. So. Einmal komplett so entlang geht. Dann können wir hier eben noch zumachen. Machen wir auch eben zusammen und dann geht das sofort gleich sofort weiter, ne? So, das ziehe ich jetzt aber noch hoch, damit ihr seht, alles klar. Hier einmal das, wie ich schon sagte, jetzt ausgebaut. Und hier die Wand wird jetzt auch komplett einmal, ja, rausgebaut. Hier kommt ja noch was raus. Ja, das baut jetzt erstmal komplett immer einmal hier das aus und einmal die Seite komplett aus. So, dann haben wir das ausgebaut, dann haben wir das Ergebnis, ne? Und jetzt nehmen wir einmal ein Schwarzeichenholzbretter. Ich meine, das ist jetzt, ich muss ja betonen, das ist jetzt mein Geschmack vom Holz, ne? Also ihr könnt jetzt irgendein Holz dran klatschen, was ihr gerne möchtet, was euch gefällt. Ich habe jetzt gesagt, das gefällt mir, dann nehme ich das. Also, ne, das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende, wo ihr sagt, ihr müsst dieses Holz nehmen, ne? Also das ist immer eure Sache, ne? So, wir nehmen einmal hier, ich nehme jetzt einmal meinen Geschmack Schwarzeichenholzbretter. Hier ist ja wieder diese Bordüre. Da machen wir, hier ist der, die Bordüre, da lassen wir einen frei. Dann kommt da, patsch, ein Holz hin. Dann ziehen wir den Holz so entlang. Den Holz, ey, was für ein Deutsch ich drauf habe, mal. Das Holz, Entschuldigung, ey, bei mir lernt ja so keine Grammatik. 6 minus. Pfui! So, also, dann machen wir jetzt einmal hier bündig mit dem da unten. Das heißt jetzt, wir gehen jetzt hier. Ziehen wir jetzt einmal hier entlang. Muss ich mal gucken. Wir ziehen jetzt so einmal den entlang. Patsch. Dass wir zwei Stück haben. Das heißt hier, okay, den müssen wir wegmachen. So, den wieder weg. Dass wir hier haben, 1, 2 und dann müssen wir da das Holz hinlang ziehen. Zack. Kommt das wieder weg. Dann passt das. So, dann ist das hier bündig. Das heißt jetzt werden wir einmal wieder unseren Quarzblock nehmen, gehen jetzt in die Ecke und ziehen ihn jetzt so runter. Patsch. Seht ihr, ist bündig. Ne? Das heißt, hier haben wir auch zwei Stück freigelassen. So, dann wird einmal das einmal so hochgezogen. Und dann könnt ihr euch sicherlich denken, das ist wieder der Bereich, den ihr ausbauen könnt. Einmal hier komplett einmal hier wieder einmal eine Wand hinbauen. Komplett einmal wieder nach oben. Ne? Also, nochmal kurz erklärt auf die Schnellformat. Hier, Bordüre, da, dort, freilassen, dort den Stein, das Holz hinmachen. Dann so weit entlang ziehen, so. Dann hier in der Ecke, 1, 2, dann das Holz dahin, so entlang ziehen. Da müsst ihr ein bisschen ausklügeln, so wie ich es gerade gemacht habe. Und dann natürlich, dass es bündig ist mit der Mauer, die wir hier gebaut haben. Und dann zieht ihr hier mal einmal das Holz, komplett einmal das Holz, sag ich, den Stein. Komplett wieder einmal hier ausbauen. Zack. Einmal die Wand einmal zumachen. So, jetzt brauchen wir noch, machen wir jetzt Folgendes hin. Wir machen jetzt einmal, nehmen wir einmal, wer ist mal, unsere Prisma. Prisma-Stufe. So. So, dann nehmen wir die Prisma-Stufe und werden jetzt hier in die Ecke. So. Würde ich sagen, genau hier. Bündig. Ja, hier genau. Patsch. Machen wir einmal hier die Prisma-Stufe entlang. Dass es so aussieht. Ne? Habt ihr ja gesehen. So, und dann werden wir das komplett einmal hier runtergehen. Das heißt, jetzt, ich mache das jetzt hier einmal hier vor. Hier so einmal entlang. Tack, 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 tack. Immer so wie eine Treppe. Einmal hier oben, einmal hier unten, einmal hier oben. Einmal hier unten, einmal hier oben, einmal hier unten, einmal hier oben. So, dass wir jetzt hier wieder einen Zweier haben. Zweier frei. So, das heißt, das ist das Dach. Das wird jetzt genau in diese Länge entlang gezogen. Von dort aus. Einmal so. Zack. Und dann wieder von dort aus. Zack. Und dann immer so weiter, dass wir das ganze Dach hier zu haben. Das geht dann einmal komplett hier auch. Zack. So. Das wird jetzt einmal komplett einmal zugebaut, das Dach. So, dann haben wir das alles soweit gebaut, dass wir das Holzchen und das Dach sieht jetzt so aus. So, jetzt können wir einmal hier, machen wir einmal, verbinden wir es einmal so, damit wir es jetzt hier ein bisschen provisorisch fertig haben. Einmal hier. Die Feinheiten machen wir noch, da kommt aber noch Glas hin. Aber so, dass wir jetzt erstmal wissen, aha, okay. So sieht es aus, das Haus vom Nikolaus, ne? So,
Einmal hier entlang. Einmal hier so runter. Das wird ja der Glaspavillon. Den lassen wir erstmal so stehen. So, jetzt gehen wir einmal hier in die Ecke. Und werden jetzt einmal hier einmal einen Block nehmen. Schlagen das hier weg. Gut, da wird ja gleich wieder rausgeschlagen. Beziehungsweise wir schlagen erstmal hier diese Sachen weg. Dass wir jetzt hier einen ganzen Block hinsetzen können. Also machen wir einen kurzen Block jetzt wieder hier hin. Aber hier, so. Okay, damit ihr wisst, was ich jetzt meine. So. Jetzt werden wir jetzt ungefähr da, wo jetzt hier, seht ihr ja, der Pfeiler ist. Da machen wir, warte mal, wir begeben uns jetzt mal. Wir gehen jetzt hier. Wir gehen jetzt in die Ecke. So, da ist hier jetzt die Wand. So, jetzt werden wir jetzt hier einen hinmachen. Freilassen, ein, freilassen, ein. Immer so weit. Zack, tack, 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 tack. So ungefähr. Ja, wir machen jetzt von der Ecke aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 Steinchen erstmal. Dann können wir einmal hier das Dach verlängern. Das heißt jetzt einmal hier das Dach kommt einmal hier bis in die Ecke. Zack, bis dort. Da könnt ihr das Dach jetzt einmal komplett zubauen. So, bis hierhin. So, dann werden wir jetzt einmal hier unsere Steinstufe nehmen. Setzen hier unten einmal hin. An den Steinen, die wir jetzt gerade gebaut haben. Wie ich schon sagte, es wird jetzt gleich noch hier reingeschlagen. Darum einfach nur hier diese paar Steine, die wir gemacht haben. Und dann wird das von hier aus einmal hier so entlang gezogen. Patsch, fertig. So, wenn wir das gebaut haben, nehmen wir jetzt einmal hier wieder, gehen wir jetzt hier in die Ecke. So, wenn wir das so weit gebaut haben, gehen wir jetzt hier in die Ecke. Wir nehmen jetzt einmal hier unseren weißen Stein, falls wir wieder zu viel rausgeschlagen haben. So, wir gehen jetzt in die Ecke und zählen erstmal ab. 4 Steine. 1, 2, 3, 4. Ab dem 5. schlagen wir einen raus und machen 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Stück nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann wird das einmal hier so rausgeschlagen. So. Das ist das Fenster. Ich baue das jetzt gleich, das Fenster hier hin. Und dann wird das Fenster, was wir jetzt hier bauen, was wir jetzt hier reinbauen, das wird jetzt hier unten an den anderen drei auch gemacht. Jetzt machen wir 3 Stück hin. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier in die Ecke. Da habe ich, muss ich selber nachgucken, den halben. Dann haben wir 1, 2, 3. Ab dem 4. Patsch, einen dahin. Und dann müssen wir von dort aus, ja genau, passt optimal. Hier 3er, freilassen. Und dann, wie ich schon sagte, hier den halben, 1, 2, 3, ab dem 4. Patsch, hier einen rein. Dann gehen wir jetzt 7 Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, was war das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann zählen wir, lassen wir 3 dort, 1, 2, 3. Und dann wieder 7 Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann wieder 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann natürlich 8 Steine nach unten wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann können wir das hier erstmal alles rausschlagen. Hier das gleiche, müsst ihr einfach nur von der Seite übernehmen. Seht ihr ja direkt, zack, so entlang, das raus. Das gleiche hier auch, einmal so entlang und das wird erstmal wieder rausgeschlagen. So, dann haben wir rausgeschlagen, jetzt geht es sofort ratzi-fatzi geht das bei mir weiter, ne? So, jetzt nehmen wir wieder in unseren Block. Jetzt gehen wir erstmal hier hinter, machen erstmal hier einen Block davor. Als Fensterbank. Dann gehen wir hier nach oben. Dann an der anderen Seite auch nach oben. Dann gehen wir von der anderen Seite. Dann haben wir hier diesen Blickwinkel. Dann nehmen wir unseren weißen oder unseren Polytendrit, je nachdem, was ihr möchtet. Klatschen dahin. Dann machen wir, oh, jetzt brauchen wir Dings eben. Dorit-Mauer. Die kann ich jetzt beim Holz hier machen. So. Dann 1, 2, 3. Dann wieder ein Dorit. Dann haben wir hier einmal hier 1, 2, 3 weiße Steinchen. Und dann nehmen wir einmal hier unsere Stufe. Machen dort eine hin, da eine hin, dort eine hin und dort eine hin. Und dann sieht das so aus, ne? So, dann machen wir einmal hier weiß. Also ist das immer jeweils. Immer die gleichen Fenster, aber immer in anderen Style, wie ich das baue, ne? So, dann haben wir das Ergebnis, ne? Dann nehmen wir wieder unsere Mauer. Und dann müssen wir genau dort eine Spitze, einmal hier hin, patsch, einmal dorthin, patsch, fertig. Hier wieder, patsch, potsch, fertig. Und dann natürlich hier ein Block, dort ein Block. Und dann brauchen wir noch eine Stufe.
eine Quadstufe. Zack. Und dann wird das hier ausgebaut. Zack. Und dann haben wir das Fenster fertig. So sieht das Fenster aus. So, dann müssen wir einfach nur hier einmal die Steinstufe wieder hinmachen. Damit es ein bisschen deko-stylisch ist, ne? So, Patschi. So, das ist das Fenster, was jetzt auch hier reinkommt. Hier und dort. Tata. Das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Es geht sofort weiter. So, dann machen wir jetzt. Jetzt schlagen wir hier einmal hier erstmal diese Seite weg. So, das kommt erstmal hier. Wir können einmal nur hier oben. Er haut das hier oben einmal ein bisschen weg. Ihr müsst jetzt nicht bis unten hin machen. Das verstecken wir jetzt einfach so, die Seite, ne? So, wir sind jetzt hier in die Ecke. So, da haben wir jetzt, wollen wir hier noch ein bisschen wegschlagen. Genau da, wo wir jetzt hier am Fenster 1, 2, 3. Okay, dann machen wir jetzt hier. Das ist ja die Bordüre, die zählen wir nicht mit. Wir zählen jetzt hier an der Wand 1, 2, 3, 4, 5. Dann ziehen wir den so entlang, sodass wir sichtbar haben. 1, 2, 3, 4. So, dann von dort aus gehen wir jetzt 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann den 11. Und dann ziehen wir den Stein wieder zurück. So, dann kommen wir jetzt hier durch die Mauer. Warte. Pam, 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 pam. So, dann sind wir jetzt hier. Den ziehen wir jetzt so entlang. Dann würde ich sagen, dass das... Dann ist das von dort aus, von der Wand aus, 1, 2, 3, 4, 5. Dann müssten wir jetzt hier 1, 2, 3, ab dem 4. Patsch, einen dahin und dann ziehen wir den entlang, dann müssen die sich treffen. Patsch, dort treffen die sich. Alles klar. So, ich baue das jetzt eben hier raus, damit wir das hier einmal nochmal nachziehen können, damit ihr wisst, wie ich das meine. Kommt das einmal hier nochmal weg. Ganz schnelli, fludi, fludi. So, fertig. So, das einmal kurz, okay. Dann haben wir das Gerüst. Das bedeutet, wir gehen nochmal hier entlang. Hier ist die Mauer, hier ist die Wand. 1, 2, 3. Alles klar. Gehen wir nach oben. Den zählen wir nicht mit. Zack, das ist ja die Wand. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann zieht ihr 5. Ist hier. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und dann zieht ihr von dort aus 11. Hier ist die 11. Und dann machen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann ziehen wir den bis nach hinten. Patsch. Sodass wir hier 1, 2, 3 sichtbar haben. So. Das bedeutet jetzt, diese Wand wird so runtergebaut. So entlang. Jetzt kriegt ihr wieder was zu tun, ne? So. Die wird komplett ausgebaut. Das wird jetzt komplett ausgebaut, so wie ich es jetzt zeige. Das wird komplett weggeschlagen. Bis unten hin. Weil das ist jetzt die Wand, die wir jetzt hier oben eingezeichnet haben. Das heißt jetzt, das ist jetzt die Wand, die jetzt so bis nach unten hingeht. So entlang und einmal so entlang. So, dann haben wir noch andere Sachen. Das heißt jetzt dieses Dach. Also hier werden wir jetzt erstmal komplett einmal hier. Das wird komplett ausgebaut. Das ist jetzt eine Wand, die bis nach unten hingeht. So, einmal hier so, zack. So nach unten hin. Patsch. So weit wie auch wie das Dach ist. Einmal hier so entlang. So, zack. Das wird jetzt komplett ausgebaut im Weiß. Das Dach wird hier draufgezogen bis hier hin, bis da dran. Und dieses Teil, was wir jetzt hier gebaut haben, wird auch komplett bis auf die Erde zugebaut. Einmal hier komplett das Ding, was ich jetzt hier anzeichne, nochmal komplett ausbauen. Das ist jetzt so der Turm. Der wird komplett einmal bis unten hin einmal zugenudelt. So. Zack. Patsch. Fertig. So. Dann haben wir jetzt wieder genug, wieder was zu basteln. Hier oben, warte, muss ich... Oh, das dauert ja so lange, bis ich oben angekommen bin, ne? Das dauert ja ewig und 3 Tage. So, hier dieser Turm, der wird jetzt erstmal hier auch noch so hoch gebaut, bis wir hier diese Bordüre, die wir jetzt hier haben, einmal nochmal hier so entlang ziehen können. Die kommt einmal ums Gebäude. Könnt ihr schon machen, wenn ihr möchtet. Dann braucht ihr nur den wegschlagen. Dann einmal so entlang. Dann hier auch einmal so den wegschlagen. So, einmal, nee, da. Zack. Einmal so entlang. Dann kann das hier einmal noch verbunden werden. So, ach komm jetzt. Muss so schnell gehen. So, zack. Verbunden. Das wird auch nochmal weiß ausgebaut. So. So.
auch komplett ausbauen. Und dann könnt ihr die Bordüre, die wir hier gemacht haben, hier an der Seite schon mal bauen. Da kommt ja das Dach noch drauf. Für diejenigen, die jetzt sagen, das kann ich locker alleine machen. Ne? Dann macht ihr diese Bordüre, die wir hier gemacht haben, baut ihr nochmal einmal hier entlang. Oder ich zeige es in der anderen Folge, zeige ich das nochmal. Ihr baut erstmal das hier, wie ich das jetzt gezeigt habe, das aus. Das wird jetzt, die Fenster werden jetzt hier reingemacht. Das wird jetzt ausgeschlagen, wie ich das euch jetzt gerade gezeigt habe hier. Das kommt weg. Das wird bis unten hin gebaut. Das wird ausgebaut. Das Dach bis da dran geklatscht. Und dann haben wir das erstmal so weit wieder, dass wir wieder einen Teil haben, wo wir jetzt in der nächsten Folge die restlichen Fenster reinbauen und das Pavillon fertig machen und das Dach. Dann haben wir die Ecke auch schon mal fertig. So, das war's wieder von mir. Ich wünsche euch für immer viel Spaß. Und dann geht's in der nächsten Folge wieder weiter. Ne? Tschüss.